Das Orgelporträt, die Kirchner Orgel in Brebersdorf. Brebersdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Wasserlosen im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. Der Ort liegt in der sogenannten Planungsregion Main-Rhön. Nachbarorte sind im Nordwesten Rütschenhausen, im Südwesten Kaichen, im Nordosten Sömmersdorf und im Südosten Egenhausen. Die große deutsche Nord-Süd-Tangente, die Autobahn A7, verläuft nur 600 Meter westlich des Dorfes. Im Jahre 1182 wurde Brebersdorf erstmals urkundlich erwähnt. Es gehörte immer zum Gebiet des Hochstifts Würzburg. Nach der Säkularisation und nach dem Frieden von Pressburg kam der Ort zum neu errichteten Großherzogtum Würzburg unter Großherzog Ferdinand von Toskana und mit diesem dann 1814 zu Bayern. 1978 wurden durch die bayerische Gemeindegebietsreform die bis dahin selbstständigen Gemeinden Brebersdorf, Burghausen, Grästal, Keisten, Rütschenhausen, Schwemmelsbach, Wasserlosen und Wülfershausen zur neuen Gemeinde Wasserlosen zusammengefasst. 1479 wurde Brebersdorf zur selbstständigen Pfarrei erhoben. Die katholische Pfarrkirche St. Petrus in Ketten besitzt noch einen um 1610 errichteten sogenannten Julius-Echter-Turm, benannt nach dem bedeutenden Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. Das Langhaus wurde in den Jahren 1807 bis 1808 im Auftrag des Großherzogs Ferdinand durch Anton Wüst erbaut. Der Name des Auftraggebers ist in der Inschrift über dem Westportal festgehalten. Der barocke Hochaltar stammt aus der säkularisierten Klosterkirche Himmelspforten in Würzburg. Seitenaltäre, Kanzel und Orgel wurden mit dem Neubau der Kirche 1808 beauftragt und durch regionale Künstler geschaffen. Die Orgel ist ein Werk von Johann Kaspar Kirchner aus Euerdorf. Euerdorf liegt rund 15 Kilometer nördlich von Brebersdorf. Zu Beginn erklangen zwei kleine Fugetten von Johann Kaspar Simon, der 1701 in Floh bei Schmalkalden geboren wurde und in Nördlingen und Leipzig wirkte. Und wir hörten deutlich, dass die Orgel derzeit nicht im besten Zustand ist. Doch hierzu und zu Johann Kaspar Kirchner mehr nach der nächsten Fugette, ebenfalls aus der Feder von Johann Kaspar Simon. Thank you.
Der Erbauer der Orgel in Brebersdorf, jener Johann Caspar Kirchner, wurde 1762 geboren. Er war, so entnehmen wir es der Neuen Fränkischen Chronik des Jahres 1809, Autodidakt im Orgelbau. Weiterhin erfahren wir dort, dass Johann Caspar Kirchner in Eichenhausen im Grabfeld geboren wurde und zunächst Lehrer und Kantor in Euerdorf war. Hier heiratete er die dasige Müllerstochter und wurde Müller. Weiter lesen wir in der genannten Chronik: Er verlegte sich auf die Mechanik und studierte sich vorzüglich auf den Bau neuer Orgeln ein. Er brachte es bald ohne Lehrmeister so weit, dass man ihm ein unumschränktes Zutrauen schenkte und bei ihm neue Orgeln bestellte. Er errichtete die Kirchenorgeln zu Oerlenbach, Pfersdorf, Burghausen und annoch mehreren anderen Ortschaften von neuem und musste viele alte reparieren. Später verkaufte er die Mühle und gab sich ganz mit Orgel- und Instrumentenmachen ab. Er hat auch für seine Söhne einen großen Folianten über dieses Kunstmetier geschrieben. Er wurde 1797 zum Schultheißen von Euerdorf gewählt und verwaltete sein Amt sehr gut. Zitat Ende. Im Archiv der Bonner Orgelbaufirma Kleis hat sich ein Orgelbautraktat erhalten, das zwischen 1802 und 1815 entstanden ist und dem Lehrer Sebastian Wirth zugeschrieben wird. Dieser wurde 1736 in Gambach geboren und starb 1820. Hierbei muss es sich um das in der Neuen Fränkischen Chronik erwähnte Lehrwerk für Kirchners Söhne handeln. Dass der größte Teil von der Hand Sebastian Wirths geschrieben wurde, erklärt sich dadurch, dass Wirth nach dem Tod seiner Frau 1790 den Lehrerberuf aufgab und sich mit Kirchner zusammentat. Kirchner als Praktiker brauchte offensichtlich einen Skribenten, der aus gedruckten Büchern über den Orgelbau, also Werkmeister, Adlung etc., Material sammelte und daraus ein mehr oder weniger weitläufiges Manuskript zusammenstellte. Kirchner und Wirth unternahmen also den Versuch, das Orgelbauwissen der Zeit zusammenzutragen, gewissermaßen als Ersatz für die fehlende Ausbildung im Beruf und als eine Art Lehrbuch an die Kinder. Johann Caspar Kirchner starb 1812. Sein 1784 geborener Sohn Johann Kirchner übernahm die Werkstatt und führte sie bis etwa 1850 weiter. Die Orgel in Brebersdorf ist die einzige erhaltene Arbeit des Vaters und noch dazu in fast unberührtem Zustand. Auch sie ist ein Gemeinschaftswerk von Wirth und Kirchner. Von Sebastian Wirth stammten die Pläne und Johann Caspar Kirchner hat diese umgesetzt. Doch ist das bedeutende Instrument seit Jahren zum Schweigen verurteilt und mittlerweile in einem beklagenswerten Zustand. Einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro
durfte der zuständige Pfarrer vom Vorsitzenden des Musik- und Gesangvereins Brebersdorf entgegennehmen. Damit unterstützen die Musikfreunde die Anschaffung der neuen, 12.000 Euro teuren Elektro-Ahlborn-Orgel für ihre Dorfkirche, nachdem sich eine Sanierung der alten Orgel als nicht mehr rentabel herausgestellt hatte. Zitat Ende. So lesen wir es in der Mainpost, der regionalen Tageszeitung, am 28. Oktober 2011. Ich war zugegebenermaßen nicht wenig schockiert, als ich das las. Denn unabhängig von den derzeitigen Mängeln ist die Orgel in Brebersdorf die einzige, die von der Hand Johann Kaspar Kirchners erhalten ist. Dieses Künstlergenies, als das er in der bereits mehrfach zitierten Neuen Fränkischen Chronik von 1809 bezeichnet wird. Und sie ist inklusive der Prospektpfeifen und den Windladen nahezu komplett original erhalten. Hinter dem breit ausladenden klassizistischen Prospekt stehen 13 Register auf einem Manual und Pedal. Das Manual besitzt einen Tonumfang bis zum dreigestrichenen F. Wir finden hier die Register Prestant, Gedakt und Solitional 8 Fuß, dazu eine in Bass und Diskant geteilte Gamba 8 Fuß sowie die typisch fränkische Schwebung mit dem Namen Biffara 8 Fuß. Es folgen Prinzipal und Gemshorn 4 Fuß, die Quint 3 Fuß, Oktave 2 Fuß und darüber eine vierfache Mixtur und eine zweifache Zimbel. Eine Erweiterung des Pedalumfangs bis zum eingestrichenen D wurde wohl in den 1970er Jahren durchgeführt. Ursprünglich hatte das Pedal nur einen Umfang bis zum kleinen D. Es verfügt über die Register Subbass 16 Fuß und Violonbass 8 Fuß. Ein in der Kirche ausliegendes Faltblatt bemerkt zur Orgel, dass diese noch viel Originalsubstanz enthält und es verdient, restauriert zu werden. Hoffen wir, dass die Kirchner Orgel in Brebersdorf einst wieder ihre volle spätbarocke Klangpracht in dem schönen Kirchenraum entfalten kann, den man in den abschließenden Versetten des kaiserlichen Wiener Hoforganisten Johann Baptist Peyer immerhin noch erahnen kann.